Servus, wir sind heute im Schambachtal im Landkreis Eichstätt unterwegs. Hier sieht man nämlich viele Probleme, mit denen die Teichwirte bei uns in Bayern zu kämpfen haben. Da hinten zum Beispiel, da hat heute Nacht ganz frisch der Biber einen Staudamm gebaut. Jetzt läuft ein Großteil des Wassers nicht mehr in die Fischteiche hier, sondern außen herum, um die Fischteiche. Und die sind da hinten. Und man sieht es jetzt vielleicht so ein bisschen, die sind komplett überspannt mit Netzen. Warum? Ja, damit der Kormoran sie nicht leer fressen kann. Aber jetzt gibt es ja noch ein weiteres Problem für die Teichwirte, nämlich den Fischotter. Und um den geht es diesmal bei unser Land.